was gibt es denn überhaupt für neue Trends? Und gleich findet auch noch Beauty Award statt. Wir beide sind in der Sendung. Leider kann ich nicht auf der Beauty-Messe dabei sein bei meinen beiden Mädels, weil ich muss in meiner Lounge sein, in meiner Wimpern-Lounge, weil sie eine Veranstaltung haben und die machen das schon. Tschüss! Und wir werden euch mal ganz genau mitnehmen, wie unsere Kriterien dort sind, wer was gewinnen soll. Ihr wisst ja, als Jurymitglieder sind wir so gut. Aber jetzt informieren wir uns erst. Genau. Das sind die neuen Augenbrauen. Zellulite und nicht da, was meine Assoziation war. Ganz bestimmt nicht. Aber irreführend. Da sieht man mal, Frage hilft und Lesen hilft noch mehr. Weiter geht's. Jetzt werden wir Experten, oder? Ganz ehrlich. So, was und jetzt können wir auch operieren. Oh, ich bin heute, glaube ich, falsch unterwegs. Ich habe hier irgendwie was anderes am Start, oder? Doc Hülter und Doc Fuland. Im Nähen bin ich gut. Herr Ihnen, darf ich wirklich jetzt endlich unsere drei Finalisten vorstellen? Zusammen mit ihren Modellen bitte ich auf die Bühne aus Hannover Jennifer Lübcke. Herzlich willkommen. Den Hahn im Korbe aus Landshut Lukas Budweiser. Und Heimspiel aus Berlin Nora Pommer. Herzlich willkommen. Wie war das für dich? Wie hast du dich gefühlt die letzte halbe Stunde? Sehr angespannt und aufgeregt, aber ganz glücklich. Lukas, wie geht's dir jetzt nach der halben Stunde? Ja, ich würde mich gerne übergeben, aber sonst... Der Gewinner, meine Damen und Herren, Make-up Newcomer 2016 ist Lukas Budweiser. Herzlichen Glückwunsch! Voll schöner! Und wir gratulieren noch einmal von Herzen und so laut wir hier können in der Halle 18 der Kosmetika dem Gewinner des Make-up Newcomers 2016. Herzlichen Glückwunsch, Lukas Budweiser! So, wir haben den Gewinner! Ja, wir haben ihn! Yay. Lukas! Nein, ehrlich gesagt nicht, dann hätte ich mir aber Schöneres angezogen. Ich mache deinen Spruch. Nein, du musst was anderes ausdrücken. Genau, wir sind in Bayern, sind wir nicht so derbig hier in Berlin. Ja, das ist sehr cool.
war auch nee, ist wirklich so. Ja. Also noch zwei Minuten länger, hätte ich, glaube ich, von der Bühne gehen müssen. Absolut. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dich in Zukunft bei Filmfernsehen Fokus bei Hauptsache, da müssen wir nicht schön aussehen, aber bei allem anderen viel Glück, alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. So, und wir verabschieden uns gleich mal von der Beauty-Messe. Ja, mit einem würdigen Gewinner.